kann es nicht länger ertragen, Madame. Und sterbend muss ich die Schuldigen an meinem Hinsiechen namhaft machen. Den niedrigsten Verbrechern in ihren Gefängnissen ist es verstattet, zu ihrer Rechtfertigung gehört zu werden, und man nennt ihnen ihre Anschuldiger und Ankläger. Warum wird dieses Recht gerade mir verweigert, einer Königin, ihre nächsten Verwandten und rechtmäßigen Erben? Aber sie haben auch wenig Grund und gar keine Nötigung, mir mich weiterhin aus diesem Grunde zu quälen. Denn ich schwöre bei meiner Ehre, dass ich kein anderes Königreich mehr erhoffe als das Königreich Gottes, für das ich innerlich bereit bin, weil es das beste Ende all meiner Nöte und Qualen ist. Und bei dem schmerzlichen Leiden unseres Heilands und Erlösers rufe ich Sie noch einmal an, mir zu erlauben, aus diesem Königreich mich an irgendeine ruhige Stätte zurückzuziehen. Ein wenig Rast für meinen abgemüdeten Leib zu suchen, der schon ganz erschöpft ist von dem unaufhörlichen Kummer. Und mir zu ermöglichen, meine Seele für Gott bereit zu machen, der mich schon täglich zu sich ruft. Gewähren Sie mir diese Gunst, bevor ich sterbe, damit meine Seele nicht gezwungen sei, ihre Klagen vor Gott zu tragen und sie anzuschuldigen für das Böse, das ich hier auf Erden durch sie erlitten habe.